Hallo und Hallo. Herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Heute mal eine Spezialausgabe. Und zwar, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bei Facebook, YouTube, Internet und sonst wo, gehören wir jetzt zu die Barbecue-Freunde. Barbecue-Freunde, mal ganz kurz zusammengefasst, das sind 13 YouTube-Kanäle, die sich da zusammengeschlossen haben, die dort eine Plattform bei Facebook gegründet haben, wo man eben über alles reden kann, über Rezepte, über die Videos, über alles mögliche eigentlich, was mit Essen zu tun hat. Und ja, um aufs Thema zurückzukommen. Ja, um das einfach mal kurz zu fassen, das sind derzeit die Wilden 13. Genau, die Wilden 13. Die würden einfach miteinander philosophieren, kommunizieren und das sind einfach mit uns derzeit 12 richtig coole Kanäle mit richtig coolen Typen. Genau. Und absolut geilen Rezepten. Lohnt sich einfach mal vorbeizuschauen, einfach auf Facebook bei die Barbecue-Freunde. Genau. Und genau, in diesem Sinne, bei den Barbecue-Freunden gibt es derzeit eine Challenge. Wie nennt sich das? Grillroulette. Grillroulette. Das genau. Grillroulette ist das nämlich. Und im Zuge des Grillroulettes ist die Kugel natürlich jetzt in unsere Tasche gefallen. Die welche Zahl trägt die? Die Tasche Nummer 6. Die Tasche Nummer 6. Mhm. Die Aufgabe in der ganzen Sache ist, jeder YouTuber von den Barbecue-Freunden schickt dem anderen eine Überraschungszutat zu, wie auch immer, egal in welcher Form. Und wir müssen was draus machen. Und aus diesem Grund haben wir heute ein Paket erhalten. Und zwar von unserem lieben Kollegen und Freund, den Bernd von Smoking Bees Barbecue. Genau. Auch ein cooler Kanal. Grüß dich, Bernd. Danke, Bernd. Wir werden jetzt mal gemeinsam reinschauen, was du uns eingepackt hast. Und das machen wir natürlich mit euch zusammen. Viel Spaß dabei. So, dann schauen wir mal gemeinsam nach. Das sind wir mal gespannt. Eine Ananas. Ananas. Das passt ja toll zu uns, oder? Hm. Ich hoffe, die ist gefüllt. Na gut, nichtsdestotrotz, wir nehmen die Ananas jetzt beiseite. Lassen uns noch was einfallen. Was wir noch dazu machen, was wir mit der Ananas veranstalten. Und dann sehen wir uns, ich denke mal, mit den ausgesuchten Zutaten einfach am Zutatentisch wieder. Wir lassen jetzt unsere Köpfe qualmen und bis gleich. Danke, Bernd. So, für unsere Überraschungszutat, die wir zugeschickt bekommen haben, sind wir jetzt mal fix durch die Küche geflitzt und haben natürlich was gesucht, dass wir eine Ananas geschmackvoll machen. Haben wir uns überlegt. Wir machen einfach mal, weil das ja das Grillroulette ist, Ananas vom Grill. Und zwar gegrillte Ananas und damit es nicht zu langweilig wird, gefüllte gegrillte Ananas im Speckmantel, haben wir uns überlegt. Dazu brauchen wir unsere Ananas von unserem lieben Bernd. Um Geschmack ranzubringen, haben wir hier Bacon. Für die Füllung haben wir dann noch Hähnchenbrüste gefunden, etwas Barbecue-Soße, unsere Gewürze vom Achterhof, welche das sind, ist Paprika, Pfeffer, Koriander, etwas Chili-Pulver und etwas Salz. Die genauen Mengenangaben ist natürlich jedem selber überlassen. Wir schreiben es bloß nochmal unter das Video drunter. Und dann haben wir überlegt, wenn die Ananas fertig ist, machen wir eine hawaiianische Art, sogenannte Toast Hawaii, kennt bestimmt jeder. Dazu brauchen wir dann bloß noch Toastscheiben und etwas Käse zum Überbacken. Wie wir das jetzt zusammenbringen alles, das seht ihr gleich. In der Zwischenzeit haben wir nur unsere Gewürze miteinander vermengt. Haben die Hähnchenbrust in Streifen geschnitten, in feine Streifen, so, ich sag mal so Zentimeter stark. Umso feiner die sind, umso mehr Gewürze können sie aufnehmen. Bestreuen das Ganze jetzt damit. Nehmen unsere Batschehändchen und vermengen das Ganze, damit überall auch schöne Gewürze drankommen. Und das Ganze lassen wir dann noch im Kühlen stehen für ca. eine Stunde, dass die Gewürze richtig schön einwirken. Und in der Zwischenzeit werden wir dann uns um das Baconnetz kümmern. So. Jetzt kümmern wir uns um unseren Überraschungskandidaten. Wir schneiden das obere Stück ab in den Boden.
schälen diese. Linksrum. Ist auf alle Fälle schön saftig. Hat auch eine weite Reise hinter sich. Wenn das getan ist, und die einfach in der Hälfte aufgeschnitten. Und der Strunk wird entfernt. Etwas großzügiger, aber das ist auch wieder jedem selber lassen. Wir machen es etwas großzügiger, damit wir einfach ein bisschen mehr Platz für unsere Füllung haben. Aber der Strunk sollte schon raus. Ich mache das jetzt noch fertig und dann sehen wir uns schon beim nächsten Schritt wieder. So, weiter geht es jetzt mit unserer gefüllten Ananas. Und zwar, wie vorhin schon gesehen, haben wir die Ananas geteilt und ausgehöhlt. Wir bestreichen jetzt jede Seite ein bisschen mit Barbecue-Soße, jede Hälfte. Ich habe noch ein bisschen Schale entdeckt. Oh hey, wie kommen die da hin? Das Messer habe ich noch nicht entdeckt, aber da ist es. Ich denke mal, das schmeckt nicht so gut. So, auch die Schnittfläche ordentlich bestreichen mit Soße. Dann drehen wir die Hälfte rum. Haben unser Hähnchenfleisch aus dem Kühlen befreit und werden jetzt diesen Leerraum damit auffüllen. Alles was geht. Wir können in der Mitte ein bisschen höher werden, da ja die zweite Hälfte, die dann drauf kommt, auch ausgehöhlt ist. Und umso mehr Fleisch drin ist, umso mehr Geschmack ist drin. Habe ich mir mal sagen lassen. So, wenn das getan ist, werden wir hier auch die Flächen noch etwas mit Barbecue-Soße bestreichen. Dann kommt die zweite Hälfte drauf, welche wir ebenfalls bestreichen. So, und dann kommt natürlich die Kunst. Aber, Moment, ich habe ja reingeschaut. Es ist doch noch Luft nach oben hin. Ja, sei mir nicht so sparsam mit dem Fleisch. So. Ja, das fasst sich schon besser an. Jetzt müssen wir nur noch unser Netz des Glückes um die Frucht legen. Wir haben das Netz hier auf das Backpapier gelegt. Hilft uns natürlich mit, dieses hier drum zu geben. Ein bisschen straff ziehen. Und dann die zweite Hälfte rumklappen. Ein bisschen andrücken. Und der Rest, der herumhängt, ist kein Schaden, das ist nur Geschmack. Das tun wir richtig schön dran drücken. Und dann kann das auch schon auf den Grill wandern. Unsere Dampflok hat 130 Grad erreicht. Jetzt haben wir hier unsere Ananaspaket. Das geben wir hier in die Mitte rein und für den Anfang haben wir noch ein bisschen Apfelholz auf die Glut gelegt. Und wie man eventuell sehen kann, haben wir doch einfach aus der Angst heraus doch ein bisschen Küchenkorn noch mit drum gewickelt und die Ananas. Ja, ich habe das jetzt aufgelegt auf den Smoker bei, ich denke mal 130, 140 Grad. Am Anfang noch dieser Apfelrauch und dann werden wir uns zum Zwischenfazit wiedersehen.
So, willkommen zurück an unserer Ananas. Circa 1 Stunde und 3 Minuten sind vergangen. Wir haben eine Kerntemperatur von 51 Grad erreicht. Wir lassen das lieber ein bisschen länger. Das sollte dann lieber ein bisschen saftiger werden. Was hier wirklich von Vorteil war, ist wirklich auch zu empfehlen, das Ganze mit dem Küchenkorn zusammenzubinden. Ich bin dann mal gespannt, was hier für Scheiben rauskommen, aber wir werden natürlich das gemeinsam machen. Genau, so kurz vor der Zielgeraden werden wir das Ganze nochmal mit unserer Barbecue-Soße bestreichen. Es ist jetzt irgendeine Barbecue-Soße, die wir gefunden haben, weil wir hatten ja nicht viel Zeit. Wir wollten ja das gute Obst auch nicht verderben lassen. Und aus diesem Grund haben wir einfach das genommen, was wir da hatten. Sonst schimpft der Bernd wieder. Hätten wir noch eine nachordern müssen. Ja, wie ihr seht, haben wir in der Zwischenzeit auch noch einen Kerntemperaturfühler eingesteckt und streben eine Kerntemperatur von ca. 70 Grad an. So, und das mit dem Glasieren von der Barbecue-Soße, das machen wir einfach einmal, um noch ein bisschen Geschmack mit ranzubringen. Und dann lassen wir das einfach noch fertig ziehen und sehen uns dann spätestens zum Anschnitt wieder. Unsere Ananas. Lauklum mittlerweile doch schon fast 2 Stunden auf dem Smoker. Hat eine Kerntemperatur von 67 Grad erreicht. Ich weiß, ich habe von 70 gesagt, aber dazu gleich mehr. Wir werden sie jetzt vom Smoker holen. Also wenn ihr werdet bestimmt gleich sehen, das wird doch eine ganz gute Idee mit den Schnüren. So sieht's aus, das war noch relativ unfallfrei. Und dann sehen wir uns schon beim Anschnitt wieder. Dann kommen wir nun zum Anschnitt. Ich bin gespannt. Ja, saftig. Also hinter der Kamera sieht es sehr gut aus. Der Geruch ist auch in Ordnung. Und ich würde sagen, vom Bild her, saftig ist das Fleisch noch. Dann werde ich jetzt mal versuchen, eine Scheibe runterzuschneiden. Und dann verfahren wir schon weiter. Mach's das mal. So, dann werden wir mal versuchen, eine Scheibe hier runterzuschneiden. Jetzt natürlich hier aufpassen. Der Strick ist überall. Circa 2 cm stark soll diese schön sein. Ist eine Scheibe geworden. Bin ich ganz glücklich drüber. Wie gesagt, hier mit den Schnüren aufpassen. Das schiebe ich mir jetzt zur Seite. Dann kommen wir auch schon zum Finale. Wir nehmen uns eine Scheibe Toast. Legen hoffentlich heil unsere Scheibe Ananas hier drauf. Sieht man das? Das sieht man. Das sieht man. Das sieht man sehr gut, Marco. Dann kommen hier einfach noch, völlig nach Belieben, 2 Scheiben Käse drauf. So wie das jetzt ist, kommt das nochmal für 10 Minuten auf den Grill bei indirekter Hitze. Das werdet ihr aber gleich sehen. Und dann sind wir auch schon am Ende. Unser Grill ist vorgeheizt, 200 Grad hat er. Indirektes Setup. Und dann kommen einfach in die indirekte Zone unsere Toasts und die werden wir hier einfach noch mal, ich denke mal, es wird 10 Minuten dauern, fertig werden lassen. 10 Minuten sind rum. Jo, ich würde sagen, gelungenes Ergebnis. Ich befreie diese jetzt von hier. Auch hier werden wir noch ein Anschnittbild wagen und dann geht es schon zum Verkosten. Ich sehe hier einen im Garten, dem tropft der Zahn mächtig. Echt? Was soll denn das sein? Verrate ich dir später. Das Ergebnis von unserer Challenge, unseres Produktes, was wir zugesendet bekommen haben, befindet sich hier auf dem Brett und
Ich wollte aus verkosten. Genau. Ich rede, du sprichst. Ja, Mann, nein, Mann, nee, Mann. Ich rede, du isst. Ja, ich weiß es. Das verkosten. Ah. Hi. Also heiß auf jeden Fall. Oh ja. Ich hatte jetzt die Ananas und den Käse und den Bacon. Das kann man schon mal ausmessen. Ja. Das ist die Füllung. Kann man durchaus machen. Kann man machen. Also ich sag mal so. Außenriss rum, Käse, Bacon, Ananas. Top. Innen drinne das Fleisch ist saftig noch. Aber was ich dazu sagen muss, ein kleines bisschen zu viel Rapp ringsrum. Das merkt man jetzt natürlich. Also aufpassen, wenn ihr das macht, ein kleines bisschen weniger Rapp dran machen und dann ist es optimal. Aber so von der, ja, aber ich sag mal so, vom Geschmack her ist es top, weil es ist bloß zu viel Rapp dran, würde ich sagen, oder? Ja, ein bisschen zu viel Gewürz, was aber noch geht für unsere Verhältnisse. Aber aus der Not heraus, wie sagt so ein Sprichwort, in der Not frisst der Teufel. Hawaii-Toast. Nochmal kurz zum Fazit. Mit dieser Ananas, die ja wenigstens Fruchtfleisch enthält, und den paar Zutaten, die wir gefunden haben in unserer Küche, in dieser Geschwindigkeit finde ich das Ergebnis eigentlich relativ in Ordnung. Auf jeden Fall. Es erinnert definitiv an den Toast Hawaii. Den Rest haben wir ja schon beschrieben. Und da ihr wisst, dass wir 13 tolle Kanäle sind und wir die Nummer 6 waren, folgt logischerweise der nächste. Und das ist in diesem Fall der liebe Olli vom Barbecue King. Wir haben bei uns natürlich gekramt, das sollte ja nichts Einfaches sein. Was haben wir an Fehlkäufen zu Hause? Darunter ist uns aufgefallen, wir haben hier eine Tüte, wer auch immer das gekauft hat, Datteln. Dazu noch vegan. Das würden wir dir gern zukommen lassen, weil wir einfach nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Lieber Olli, wir wünschen dir viel Glück. Mach was draus und wir sind auf das Ergebnis gespannt. Halt die Hände auf, es kommt zu dir geflogen. Ich glaube, ist angekommen. So. Auch hier wieder an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Abonniert unseren Kanal. Schaut euch die anderen Jungs an von den Barbecue-Freunden auf Facebook und YouTube. Und dann würde ich sagen, Olli nochmal viel Spaß, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Eure Sachsengriller, André und Marco. Ciao.